sogenannte U-30-Team, das sich vor Jahren in zwei Lager gespaltet hat, konnte nach wie vor kein Frieden herstellen. Die jüngsten Friedensverhandlungen verliefen außerdem erfolglos. Wir zeigen nun exklusiv Bilder aus den Kämpfen. Zeitgleich ist für uns unsere Korrespondentin Antolida Radisna vor Ort. Als erster Sender überhaupt haben wir es geschafft, ein Interview mit den verfeindeten Lagern zu bekommen, dessen Anführer sich für uns über Funk zur Verfügung gestellt haben. Wir sind ausschließlich über Telefon mit Antonia verbunden, die das Gespräch nachher über Funk führen wird. Deswegen bitten wir, etwaige Störungen zu entschuldigen. Wir schalten nun rüber zu unserer Korrespondentin. Antolida, wie ist die Lage? Sind Zeichen eines Friedens absehbar oder wird der Krieg fortgesetzt? Die Lage spitzt sich täglich immer weiter zu. Von Frieden kann in den Straßen keine Rede sein. Wie lange dieser Zustand andauert, kann bisweilen keiner beantworten. Ebenso wenig die Frage, worum sich dieser Krieg überhaupt dreht. Die Rede ist von Gold, Macht und Geld. Aber wessen Gold wurde hier entwendet und wem gehört es wirklich? Nicht mal die Regierung kann darauf eine Antwort geben. Liebe Zuschauer, während Sie Live-Bilder von den Kämpfen sehen, werde ich in der laufenden Sendung die Anführer der verfeindeten Lager zur Situation befragen. Diese sind per Funk zugeschaltet. Störungen bitten wir zu entschuldigen. Als erstes haben wir den Anführer der Terroristen im Gespräch. Terroristenanführer, die Menschen möchten erfahren, worum sich dieser Kampf dreht. Können Sie uns Ihre Interessen kurz erläutern? Hallo, gekauft Waffen. Vor vieler langer Zeit. Geben viele Mark dafür. Nichts für unten im Keller. Verstehe ich das richtig, dass Sie nur wegen... Richtig verstehen oder nicht? Sie dumm. Nichts geben Geld für umsonst. Was hat es mit dem Gold auf sich, dessen Wert sich auf 1 Milliarde Dollar belaufen soll? Erdegal, Trophäe für mein Wohnzimmer das ist. Geklaut im Schlaf, die anderen das haben. Die haben wieder. Frau mich verlassen bei Gold weg. Muss haben zurück. Kinder nur noch 12 Millionen auf Konto. Zu wenig für Luxusleben. Wie sind die Truppen aufgestellt? Bei den Verlusten muss es doch schlecht aussehen. Ich nix aufgestellt, aber Beine kann stehen von selbst. Noch nix Verlust vom Bein. Vielen Dank, werter Terrorführer, für diese Einblicke. Du nix Einblick, du redet über Funk. Jetzt, ich will haben mein Geld. Den hab ich. Das war der Anführer der Terroristen, der meint, einen Krieg wegen Waffeneinkauf führen zu können. Wir möchten mal hören, was die Beweggründe des anderen Lagers sind. Bei mir am Funk ist nun der Anführer der Helden zugeschaltet. Guten Tag, Herr Oberheld. Servus. Was können Sie uns zu den Beweggründen des Krieges sagen? Eigentlich gar nichts. Wir wissen nicht mal, warum wir kämpfen. Eines Tages sagte einer, wir kämpfen. Seitdem ballern wir uns wie Hirngestörte über den Haufen. Wie lange wollen Sie diesen sinnlosen Zustand noch fortsetzen? Solange wir Spaß dran haben oder uns die Kugeln ausgeben. Wie rekrutieren Sie Ihre Soldaten, von denen Sie Massen brauchen? Werden Sie da nicht ein Problem bekommen in den nächsten Wochen? Ich hab's geschafft! Keine Ahnung, die sind einfach da. Teilweise reisen sie in Bussen an und bringen einige Waffen und Munition mit. Wir können das auch nicht verstehen, ist uns aber auch wurscht, solange wir immer noch genug Leute zum Rumballern haben. Was hat es mit dem Gold auf sich, das beide Seiten zu erbeuten hat? Was machen wir eigentlich, um den Terroranführer zu ärgern? Schlaft er immer aus seinem Wohnzimmer. Vielen Dank, Herr Oberheld, für das Gespräch. Passt schon. Ist eine gute und kostenlose Werbung. Kannst gern mal wiederkommen. Das war unser Live-Interview. Vielen Dank, Antolida. Zum Schluss zeigen wir noch weitere Aufnahmen aus dem Kriegsgebiet. Danach geht es weiter mit Sport. Bleiben Sie da. Hab ihn! Ich hab's geschafft!
Ben, hab ihn! Ich hab's geschafft! Ich hab den ganzen! Nicht gibt, dann haben Sie einen Freifahrtschein. Attacke auf den Gegner. Können Sie die Flanke? Guck, und der ist drin! Das hat er am Kopfballpendel so oft geübt und jetzt hier im Spiel. Super. Und wir sehen hier auch ganz deutlich, da ist der Torhüter chancenlos gegen dieses Ding. Klasse, wie er die Situation vorausgeahnt hat. Da geht er in den Gegner rein. Schöne Attacke in der Nähe der Seitenlinie. Es muss Einwurf geben.